Mainz. Mainz? Ah, nee, bei Mainz. So, da sind wir wieder im im komischen Verein. Da vorne seht ihr den Bobby, der ist auch noch dabei. Dach, Dach. Mir geht zwar immer noch nicht so besonders berauschend, aber wir müssen ja unsere Aufnahmen auch irgendwie rüberbringen zu euch. Und ich habe. Ah, das fühlt sich doch gleich ganz anders an mit der Dead Zone. Dieses Update-Zeug immer, ey. Und wir sind immer noch am Gras mähen. Ich hoffe, dass wir dann zeitnah das zusammenkriegen, ja alles. Das Einfahren, das wird ein bisschen dauern. Ja, aber ich schätze mal, da werden wir wahrscheinlich noch mal einen anderen doch besorgen. Da hat er mit Belarus noch mehr Schwierigkeiten. Warum? Ich komme ja mit dem schon kaum noch einen Berg hoch. Nee, dann hätte ich gesagt, ich wäre mit dem Petty unterwegs. Wir wollten dir eigentlich ja deinen jetzt auf deinen sparen, den Johnny. Ja, das könnte. Ich könnte mir auch rein theoretisch auch den anderen, das rote Monstrum hüllen. Aber den haben wir ja, glaube ich, ja nicht drauf, ne? Nee. Weil der wäre definitiv dann genauso eine Powermaschine. Ah, Krach von der Seite. Ich muss den Poppy ärgern. Der ärgert mich sonst auch immer. Ich und dich ärgern. Ja. Ich glaub nie. Ich glaub doch. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Doch. Nee. Den kriegen wir nicht mehr groß. Will ich gar nicht. Ach ja, bevor irgendwie jetzt was ist, es könnte sein, wir hoffen es nicht. Dass es einmal kurz ein ganz komisches Geräusch kommt und wenn das kommt, dann ist gleich erstmal kurz ganz schnell still. Bei mir Hoffe ich doch. jedenfalls. Weil wir haben da so ein komisches. Unter mir bohren sie schon den ganzen Tag. Ja, es war jetzt eine Weile Ruhe. Jetzt haben sie wieder damit angefangen. Ja. Deswegen sagen wir das lieber, nicht, dass es euch wundert. Falls ich mal im Gespräch auf einmal weg bin, dass ich dann weg bin, ja. Das hört sich ja auch echt gut an. Ja. Wenn ich im Gespräch bin und dann weg bin, dann bin ich im Gespräch weg. Genau. Ja, das ist auch so eine Logik. Das ist bestes Deutsch. Ach, immer dieser Wörtersalat, ey. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Junge, 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 Junge. Aber so viel Salat haben wir doch gar nicht. Das macht doch Onkel. Was, Onkel und Salat? Glaub nicht. Doch, der macht Salat. Ja, Fleischsalat. Wer? Macht Salat. Und Grulli macht den Ja, Tomatensalat mit genau. Mozzarella-Geschmack. Grulli ist doch Veganer, nicht Onkel. Wie? Der Käse ist Veganer? Na, wenn man immer nur Tomate Ich hab nicht Mozzarella mit frisst. euch. Wenn man immer nur Tomate Mozzarella frisst, klar. Ich esse doch nicht von meinem Essen das Futter weg. Genau, sehe ich auch so. Naja, gut. Aber wenn man ehrlich ist, es ist schon nicht verkehrt, wenn man ein bisschen gesund Ja, gesagt natürlich, futtert. natürlich. Im Grunde ist auch kein Veganer, es war jetzt einfach nur als Spaß gemeint. Also, glaub ich, Ein nee. Spaß, ein Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber wir haben doch leider noch keine Fasching mehr. Das ist doch vorbei. Na und? Bei mir ist Fasching das ganze Jahr. In Dussigkeitsquatschen kriege ich immer ganz gut hin. So, Ah! da ist gerade was. Ich muss mal ganz kurz ans Telefon. Und dann denkt man, bei mir kommt der Krach. Bestimmt der Sohnemann. Und wenn wir hier mal ein bisschen festfahren.
Oh, der Kasi steht ja schon hier. Perfektes Ungetüm zum Festfahren. Ja, klasse. Oh, ich sag mal so, sie bohren gerade unter mir wieder. Wenn das hört, dann ist es gerade sehr leise. Es kommt nicht durch, aber wenn doch, dann Entschuldigung. Aber ich kann mich hier schlecht jetzt hier alleine lassen. Oh, ja. Ich sag mal so, ne? Schön ist was anderes. So, sorry, das war der Sohnemann. Ich hab's gesagt, nicht Zuschauer. Ich hab gesagt, bestimmt der Sohnemann. Naja, schon klar. Der muss doch erstmal mit dem Telefon nerven. Ja. Naja, was soll's. Ist halt so, ihr kennt's ja dann mittlerweile. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ich komme dann eh gleich. Oder ich warte mal. Ich mache mal jetzt kurz hier Stopp und komme mal ganz kurz hoch. Dann kann ich schon mal ein bisschen festfahren. Das mache ich gerade schon. Das wollte ich jetzt machen. Oh Mann, ey. Ja, kannst ja weitermachen. Kannst ja weitermachen. Komm hoch. Dahin muss ich. Oh Gottchen. Es sind erst 52%. Weil hätten wir doch erstmal hier machen können. Hätten wir doch erstmal fertig. Beinahe machen können hier. Alles gut, ich dachte bloß jetzt, mach hier was Sinnvolles und weiß nicht, wie lange du telefonierst. Nee, ist ja alles gut. Und das und der Ladewagen ist ja auch schnell voll. Und dann. Ja, nur ich, mein Problem ist ja jetzt, dass ich hier jetzt die ganze Zeit da so immer nur herumstehe und jetzt hast du auch schon, und ich mein, werde mir auch gleich noch was anderes organisieren. Ja. Ich merke gerade, warum fährt denn der so ganz komisch da quasi? Wieso komisch? Weil der hinten oder vorne ehrlich gesagt voll rein taucht und hinten kommt er nicht aus dem Puschen. Keine Ahnung, also das ist. Fährt schon immer so wie er jetzt fährt, wie bei mir. Müssen wir jetzt nicht verstehen, ist so. So, also wir hätten einmal 100%. Ich stelle einmal kurz hier hinten in die Ecke wieder hin, dass du drauf kommst. Ja, jo. Gut, dann machen wir uns erstmal wieder hier hin und machen das. Dann fahren wir erstmal noch schnell mal weiter hier, weil ich will jetzt eh gleich schnell fertig werden und dann können wir nämlich wesentlich mehr. Ja, da könnten wir zu zweit abfahren. Ja. Du mit dem Großen, ich mit dem Kleinen. Richtig. Der Großen und Kleinen. Naja, du willst ja dann den Phantom nehmen, bestimmt. Ja, aber der wird der Große auch nicht schaffen. Da müsste ich einen anderen Trecker haben. Du verstehen? Na doch, der ZD müsste es eigentlich schaffen. Der am wenigsten, der am meisten Weg braucht, ne? Der hat. Ich lass dich doch fahren. Du hättest doch durchfahren können. Ne, hätte ich nicht geschafft, ohne dass du stehen bleibst. Du bist die Erntemaschine. Die Erntemaschine hat Vorfahrt. Ja, nur wieder. Ist so. Das ist so, wie es ist.
Naja, gut, wie gesagt, ich kenne das so eigentlich so in diesem Sinne ja nicht wirklich. Weil Ja, bei uns ist es halt anders da gelaufen. du, ich auch nicht. Aber für mich macht Aber es ich so am glaube meisten mal, Sinn. es macht eigentlich schon von der Sache her, macht das schon Sinn. Guck mal, ich bin doch. Du bist der Einzige in unserem Team, der mit Landwirtschaft auch was zu tun hatte von Anfang an. In der realen Welt. Und guck mal, die anderen, hatten nie was mit der Landwirtschaft zu tun. Wir kennen es halt nur von Kindestagen. Manche mehr, manche weniger. Naja, ja gut, wie gesagt, ich bin ja auch mit da reingere von Kind auf reingewachsen in der ganzen Materie. Genau. Das stimmt wohl. Aber man hat doch schon wie viele Sachen vergessen. Natürlich. Aber das Fahren verlernt man nicht, weil das ist, Wie Fahrradfahren. so ungefähr. So ungefähr. Aber ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt sage, ich lasse die Erntemaschine durchfahren. Geht ja auch wunderbar. Nein, das ist, im Endeffekt ist es von der Sache her vielleicht nicht verkehrt. Aus einem bestimmten Grund. Weil wenn die zum Beispiel beim Drescher ist, ist es ja so, der macht dann im Prinzip gerade Linien die ganze Zeit und hat keinen Stopp drinne. Was für die Presse oder für den danach folgenden wesentlich, also für dich im Prinzip jetzt dann wesentlich einfacher wäre. Genau. Ja. Weil du hast ja dann nicht diesen großen Batzen, der da liegt. Genau. Ergibt alles manchmal echt Sinn. Und außerdem, du weißt doch, ne? Wenn man immer absetzen muss beim Schnüffeln, das ist immer auch immer doof, ne? Oh. Da muss man wieder quälen. Quälen. Berghoch quälen. Berg hochquälen. Aber, weißt du, was mir Willi gesagt hat? Nee, aber gleich. Der, quasi mit der Schaufel dran, ne? Ha? Die kannst du eigentlich fahren, ganz normal fahren, ne? Den musst du nur umschalten. Ja, wie, was will? Ja. Ich komme jetzt, ich verstehe jetzt nicht, worauf du mit wie normal fahren mit meinst damit jetzt. Du fährst ihn ja eigentlich rückwärts. Ja. Ne? Und wenn du jetzt das Schaufeln tust, kannst du ihn umstellen, dass er die Lenkung so wie du eigentlich normalerweise jetzt fährst. Verstehst? So. Dass er genau die Richtung lenkt, in die du auch, sagen wir mal, wenn du links lenkst, auch links lenkt. Hat er mir im letzten Stream gezeigt. Aber ich kann das bei mir irgendwie nicht umschalten. Ich sehe das nicht. Das musst du mir zweimal machen. Okay. Also du kannst ihn umschalten, also so, dass er ganz normal lenkt. Als ob du, ja, nicht umdenken musst. Aber mit dem Rosti müssten wir uns sowieso noch was einfallen lassen, ne? Warum? Vom Sound her auch noch. Ja, da. Der klingt nicht wie ein Kasi. Da kann ich dir leider auch nichts sagen dazu. Ich sag ja nur. Ja. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe schon. Weißt du, was erst gut war? Du hast Was denn? telefoniert und bei mir geht wieder das Bohren los. Ja, das hab ich zufällig gerade mitbekommen, wo das losging da. Aber nicht, dass du es genug gesagt hast, aber nicht, dass ich das gehört habe oder so. Aber ich schätze mal, das wird wohl jetzt die nächsten Tage immer noch sein. Na gut, du jetzt hast ja nachmittags, glaube ich, Spätschicht, ne?
Nee, ich hab immer noch Nachtschicht am Wochenende. Immer noch? Ja, ich habe jetzt 3 Tage frei. Also heute, morgen und Freitag. Ja gut, da kannst du ja in der Nacht wenigstens einigermaßen, aber vielleicht heute noch Nacht... na, sag schon. Nachholen, was du jetzt heute nicht gemacht, geschafft hast. Ja, und Samstag, Sonntag habe ich dann auch wieder Nachtschicht. Und dann da habe ich, dann hab ich Frühschicht nächste Woche. Da ich auch Montag, Dienstag frei. Mittwoch, Donnerstag habe ich dann Frühschicht. Freitag frei, sondern Sonntag Frühschicht. Komplett das, beschissen. Das heißt, wir müssten das dann Sonntagnachmittag machen, ne? Was? Die nächste. Ja. Kann ich auch schon Freitag machen, von mir aus. Ja, aber weißt du was? Ich sag mal die Ticketack, die Ticketack. Die sagt mal wieder Tschüss für heute und denkt mal an die Kombis und an die Däumchen und all das andere. Oh. Und wir sagen erstmal bis denn. Tschüss. Tschüss.